bist du mit Arafat cool? Ich kenne Arafat nicht. Ich habe Arafat im Original einmal gesehen, wo der mein Video gecrashed hat. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wo der mein Video gecrashed hat, Freunde? Jetzt gucken wir an, wie Arafat mein Video gestürmt hat. Das war die einzige Begegnung, die ich hatte mit Goldfinger und Arafat. Gringo. Echt, da? Ja, der Grüße kommt gehen jetzt. raus an die Jungs auf jeden Grüße gehen Fall. raus auf jeden Fall. Stabil. Und das ist eigentlich ein Feature mit meinem Kumpel, der auch gerade da ist. Ja, dann mach doch Feature, Jungs. Warum jeder sein Part oder nicht? Wie ist dein Name, Dicker? Ich bin Momo, Dicker. Momo? Wie alt bist du? 19. Momo. Ja. Jetzt habe ich genau was gesagt in dem Moment. Alles klar? Was bei euch? Wie geht's? Willst du auch einen Part machen oder was? Für was? Wir machen ein bisschen Rappen hier. Ich gebe den Jungs ein bisschen Chance zu rappen. Ich hab nichts zu tun, Alter. Alright. Ganz dreist sagt er einfach, ich hab mit Rap nichts zu tun, Digga. Scheiße, Alter. Habt ihr das Schreien gehört? Ja. Ich bin Momo, Digga. Guck mal, sein Schreien, Bruder. Der war voll into it, Mann. Hör mal zu. Momo, wie alt bist du? 19. Bruder, warum schreit der so, Bruder? Ich bin Momo, Digga. Momo, wie alt? Die Maskulini-Vibes, man. 19. Guck mal, sogar sie da hinten. Gut zu hören, what's going on here, man? Oh shit, man! Alles klar? Was bei euch? Wie geht's? Willst du auch einen Part machen oder was? Für was? Wir machen ein bisschen Rappen hier. Ich gebe den Jungs ein bisschen Chance zu rappen. Nichts zu tun, Bruder. Nichts zu tun, Bruder. Alright, wie alt bist du? 19, Bruder. Geil, Digga. Ich muss irgendwann muss ich mal Dings. Irgendwann muss ich mal. Der maskuline Pulli ist sogar nice. Der ist Bombe, Digga, der Pulli. Ich liebe den Pulli. Irgendwann muss ich mal ein Best-of machen von diesen ganzen Szenen. Bruder, es gab bei Straßenvideos und so, bei Umfragen, gerade bei diesen Reactions, Live-Reactions von der Straße, Bruder, da gab es so viele lustige Szenen. Die müsste man eigentlich alle mal sammeln. Man müsste mal so ein Best-of-Street-Videos machen eigentlich von mir. Das war das erste Mal, als ich ein Video gemacht habe, glaube ich, was nicht irgendwie mit Fitness zu tun hat, Videoblog oder irgendwie zu Hause aufgenommen oder so. Das war das erste Mal, dass wir so draußen waren. So, Peoples, wir sind gerade hier am Wasserturm, richtig geile Aussicht. Mannheim City. Yeah. Wir haben hier geile Bilder gerade gemacht mit Leon Lovelock am Start. Auf jeden Fall, und ich dachte mir spontan jetzt zwei Chaoten, Digga, ich schätze dir. Dass ich dir mal den Leon eine Aufgabe gebe. Aber das kriegst du zurück, das sagst du gleich. Also hinter uns rechts, genau hier sind so Mädels, die haben so schön bei McDonald's eingekauft. Und meine Aufgabe an Leon ist, geh einfach mal hin, frag mal nach dem Weg Richtung Hauptbahnhof und ess mal einfach ihr Essen. Okay, also wenn du ein Mann bist, dann machst du das jetzt. Du musst jetzt McDonald's essen, oder? McDonald's? Oder du trinkst etwas, irgendwas machst du. Ein Ding ist so, okay? Du nimmst es auf, ich nimm's jetzt undercover hier auf. Wann war das? 2015, auch alles 2015, ja? Auf dabei. Die Bilder wenn, von vorhin. Wenn du ein Mann bist, machst du das. Okay. Ich hab gefragt, da hatten wir noch kein Mikrofon oder so am Start, weißt du? Und guck mal, die da hinten, wie die gucken, die hat's gecheckt hier, die da hinten. Wir hatten noch kein Mikrofon am Start. Ich hab die gefragt, so, ey, wie ist der Weg zum Bahnhof? Weißt du, Bahnhof ist da lang und dann links. Hier, guckt ihr eigentlich, aber ihr müsst euch vorstellen, die Gesamtsituation, die ist nicht Dings, ne? Also der Film zwischt, da stehen zwei Jungs noch vor ihm so, die sieht die Kamera nicht, die konnte die Kamera gar nicht sehen. Geil, der hat's einfach gemacht. Paro freut sich wohl. Geil, Bruder, geil. Der hat's geschafft. Fuck, Alter, das waren noch Zeiten, Digga.